Ich bin wie gewohnt meine Runden ums Becken gelaufen, es war ein bisschen mehr los. Ich habe da auf dem Boden zwei Taucher gesehen und dachte, es wäre noch alles in Ordnung, dass die tauchen. Und in dem Moment hat ein Mädchen gesagt, dass der nicht mehr hochkommt und sich nicht mehr bewegt. Man steht unter absolutem Adrenalinschub. Die Person war ja so groß und es kam mir nicht so schwer dabei vor. Und als ich runtergetaucht bin, ist mir gar nichts mehr durch den Kopf gegangen. Ich war einfach nur im Machen und es ist einfach nur Menschenleben, was man dann retten möchte. Ich habe ihn vom Bauch auf den Rücken gedreht und habe ihn hochgeholt und habe ihn dann zum Beckenrand gedrückt, bin an ihm vorbeigeschwommen und habe ihn aus dem Wasser rausgeholt. Es kam mir zugute, dass wir hier eine ebenerdige Beckenkante haben, da die Person ca. 80 Kilo gewogen hat und auch ein ganz schönes Stück größer war als ich. Ich habe jemandem Bescheid gegeben, den Notknopf zu drücken, meinen Kollegen dazu gerufen und dann haben wir sofort die Reanimation gestartet. Als der Verunglückte wieder zu sich gekommen ist, bin ich nur noch zusammengebrochen, ebenso wie mein Kollege. Ich habe nur noch geweint, gezittert und war tierisch erleichtert. Noch besser war es dann, als der Notarzt so schnell kam und das Ganze dann übernommen hat. Stolz ist vielleicht das falsche Wort dafür. Ich würde eher sagen, dass ich glücklich und erleichtert bin, dass alles gut gegangen ist und dass ich ein Menschenleben gerettet habe.